Herbert Feuerstein möchte nicht ins Studio kommen. Er sitzt hinten in der Garderobe. Ich habe versucht, ihn zu überreden. Moment. Was heißt möchte nicht? Letztes Mal, da hatte ich doch den Herrn Pack mit. Ne? Und da war ich irgendwie ganz leutselig und habe zum Schluss gesagt, na, bis zum nächsten Mal und so, weißt schon. Und dann hast du gesagt, es wird kein nächstes Mal geben. Also, das ist eine Sache der, weißt du, der Würde, auch der Ehre. Jetzt bin ich aber hier, aber halt draußen in deinem wunderbaren Garderobenraum für Gäste. Und es ist toll hier. Ja. Das ist wirklich toll. Du bist wirklich beleidigt, das habe ich doch nur sozusagen versucht, noch eine Abschlusspointe hinzuschießen. Habe ich das gesagt, es wird kein nächstes Mal geben, weil das Gespräch an sich war ja der Hammer. Vielleicht, natürlich, Millionen erinnern sich an Herrn Pak. Herr Pak war ein japanischer Dolmetscher. Nein, ein koreanischer Dolmetscher. Ja. Schau, da geht's ja schon wieder los. Ne? Du machst mir den Pack schlecht und so weiter. Nein, ich war auch nicht beleidigt. Ich meine, ich bin, hör mal, nach so vieler Zeit, dich zu kennen, kann man nicht mehr beleidigt sein. Ich habe von dir so gut wie alle. Nein, es ist nur so, wenn du sagst, es gibt kein nächstes Mal, gut, gibt's kein nächstes Mal. Bin ja da, freue mich. Ist ja toll, hier zu sein. Es ist übrigens sehr, sehr viel schöner hier. Ja, ich sitze hier in einer wahnsinnigen Garderobe. Ja. Siehst du hier, ne? Leder, ui. Sachen hier, alles vom Feinsten, Monitore. Ich kann mal ein bisschen zeigen. Ja, zeig mal ein bisschen. Hier, das ist, das kenne ich allerdings schon vom letzten Mal. Ne? Ich glaube, das kann man nicht so mehr essen. Aber die Brötchen habe ich schon zwei gegessen, hervorragend. Ja. Tee, Kaffee, aber alles hier. Hier ein, ach, das ist nicht so toll. Da ist die Hälfte vertrocknet. Das muss nicht sein. Ich bin erfahren. Warte mal, lass mich das schnell gießen, dann komme ich gleich wieder zurück zu dir. Mein Wasser, habe ich den Blumen geöffnet. Und das hier ist, ist Kunst, ne? Kunst im Werk. Feuerstein. Und ich hoffe, es bleibt so und der Oliver Pocher baut nicht alles um hier. Ne? Feuerstein. Das erinnert mich ans Morgenmagazin. Da ist immer ein Außenreporter, der zum Beispiel so jetzt von einer Schnellküche oder von einer Garküche berichtet. Mhm. Und der hat nur so eine Minute und muss wahnsinnig schnell sprechen und alles zeigen, was man so sieht. Und damit der Kameramann ihn begleitet, sagt er auch immer, was er gleich macht, weißt du? Also wie du jetzt zum Obst hingegangen bist und dann zu den Salzletten. Also ich zeige vielleicht gerade mal die Salzletten und vielleicht kann die Kamera, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Wie geht's? Nein, es ist sehr wohl das Thema. Wenn du willst, kann ich auch noch den Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden, weil das Publikum mit hier gelacht hat. Ich habe auch noch ein ganz tolles Badezimmer. Ne? Wo? Mit Dusche. Ne, um die Ecke hier. Zeig das Badezimmer. Komm mal mit. Wollen wir den Kameramann vielleicht auch gleich sehen? Guck mal in den Spiegel. Hier. Das ist der Kameramann hier. Hier sind die Leute vom Licht. Kommt auch noch das rein. Das ist aber hier. Toll. Alle, ne? Ja, alle. Ja, guck mal. Hier, Licht, Kabel, ja. Hilfe. Ton. Bitte. Ne? Er wollte die Hand geben. Gib ihm doch die Hand, ja. Feuerstein. So, jetzt zeige ich Ihnen das Badezimmer. Gib doch dem jungen Mann die Hand. Welchen denn? Der Kabelhilfe. Kabelhilfe, also hier. Hallo Bernd. Hallo, Feuerstein. Ne? Und wie läuft's so? Zahlen die auch ordentlich und so? Ach, ja. Ja, ich weiß. Na, komm, lass uns mal hier um die Ecke gucken. Das ist das Badezimmer hier. Ja. Hier bitte. Ne? Dusche, alles vom Feinsten. Ne? Ja. Zeig mal, ob das Deo und ja, komm, das, ob die Hautlotion. Du, zeig mal, da hinten steht das Deo und die Zahnpasta und die Lotion. Das ist nicht von mir, das finde ich toll. Nee, da stellen wir für die Gäste hin und ich sage, du glaubst nicht, 80% von diesem Gesindel klaut das. Nee, pass mal auf. Sie stecken in ihre hässlichen Designertaschen das alles rein. Ja? Ich sag dir nur was anderes, pass auf, hör mal zu. Ich war ja während der Babypause von der Maischberger in ihrer Garderobe. Ne? Wo? Und, in ihrer? Ja, das ist ja auch so alles so in den Waren in da die Schule Huren noch da? Nee, aber was ich da gesehen habe, waren ganz viele so Wegwerfrasierapparate. In der Garderobe von Sandra Maischberger? Okay, ich nehme es zurück. Stimmt das? Ja. Wahrscheinlich. Vielleicht rasiert sie sich die Beine vor der Sendung. Ja, nee, ich meine, ich habe das dann eben auch mit meinen Beinen. Oder war das an dem Tag, als Kachelmann sie vertreten hat? Praktisch. Kachelmann rasiert sich, also, ja, die Beine schon, aber oben. Wieso, nicht, ne? Wieso warst du denn in ihrer Garderobe? Falls du jetzt was gesagt hast. Hast du mich nicht verstanden? Das war klar so ein Aussetzer, ich habe da so ein Ding im Ohr. Ja. Aber jetzt verstehe ich wieder. Ja. Ach so, den hast du jetzt unseretwegen im Ohr. Nee, den habe ich ja nicht immer im Ohr, aber zufällig, ne, dachte ich mir, gut, bringst du mit. Und hör mal, du wirst 70, darf ich das den Leuten sagen? Nee, das macht mich unnötig alt, bitte nicht. Verrat uns ein bisschen, wie sehen die Feierlichkeiten aus? Große Party, Event, Agentur? Du kennst mich auch schon, du seit 30, ich dich seit 20 Jahren und es hat sich nichts geändert. Ich feiere keine Geburtstage. Hast du nicht meine Ausladung bekommen? Bitte? Meine Ausladung? Ich habe Leute eine Ausladung geschickt, damit die gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie sich zum Geburtstag zu melden. Wirklich? Ja, ehrlich. Wirklich? Ehrlich. Ja. Ausladungen? Ja, nur entschuldige, was ist das Gegenteil von Einladung, wenn man nicht eine Ausladung. Meine Ausladung? Ja gut, habe ich rumgeschickt, gesagt, Leute, ist halt ausgeladen. Aber der WDR ehrt dich. Ich weiß. Im ersten Programm. Ja, ja. Das heißt, habe ich im ersten Programm? Ja. Nee, im dritten.
Im dritten? Ja, dich ehrt er im ersten. Das ist ja leider ist halt so. Ne? Götz Alsmann ehrt er gar nicht. Ne? Der wird auch 50. Ja, mein Gott. Kriegt nichts, ist beleidigt. Ja gut, was ist 50, ne? Ja, ne, überhaupt nichts. Ja, aber du wirkst halt älter und da muss man natürlich das mehr feiern. Und sag mal, die Überraschungsshow für mich, ja? Ja. Da machst du mit. Ich darf nichts wissen, aber ich kriege ständig alles mit. Ständig kommen hunderte von Menschen rein, die sagen, hier wäre eine Überraschungsshow, wo die gedreht wird und so. Und ich sagte, ich weiß von nichts. Ja, meine Lippen sind versiegelt. Wahrscheinlich gibt es eine Überraschungsshow. Ja. Eigentlich ist die für Götz Alsmann, aber... Ich habe neulich gehört, wie du mit Ingolf Lück geübt hast. Leise flehen meine Lieder von Schubert. Hast du? In der Nachbargarderobe. Ja, es gibt das Gerücht von dir, dass du eigentlich immer irgendwo alles abhörst hier, was hier läuft. Ja. Das war, weil du warst so sauer, weil dein Ton nicht getroffen hat. Leise Flee. Und da hast du so lalalalalala aufs Klavier geschlagen. Ja, das kennst du noch. Das haben wir ja mal bei Schmetterlande gemacht. Ja, ich weiß. Darüber haben wir auch gesprochen, als wir deine Geburtstagsgala auf dem Schiff aufgezeichnet haben, am Freitag. Du sollst nicht sagen, dass wir das schon gedreht haben. Das ist doch, am 15. wird es gesendet. Wir tun aber so, als wäre es live. Ja. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Vielleicht fällt das jetzt raus, diese Stelle im Schmidt Schiff. Schmidt hat ein Rheinschiff, nicht eine Yacht, sondern ein Kreuzer, ich glaube ein Schlachtschiff, ein ehemaliges, ungenutztes. Ja. Und damit sind wir den Rhein auf und ab gefahren. Haben und auch ein bisschen geschossen aufs Ufer. Sind wahnsinnig bekocht worden von einem 6-Sterne-Koch. Dieter Müller. Ja, ohne Unterbrechung gab es so tolle Sachen zu essen. Und eine Sommelier war da. Heißt das Sommelieuse oder Sommelierin? Sommeliere. Frag die Nathalie, das stimmt nicht. Heißt sie Sommelier? Doch, Sommelier. La Sommelier. Ich habe auch gesagt, ob sie Sommelieuse heißt, aber es heißt ein Sommelier. Ah, la Sommelier. Je suis Sommelier à la Meuse. Ich bin Sommelier an der Maas. C'est vrai ou non? La Meuse, près de Liège, un fleuve. La Meuse. La Meuse, ja. Moi, je suis Sommelier à la Meuse. So, weiter. Was ist Feuerstein? Achso, ich dachte, du hast, ich bin fertig, ja? Und das wird an deinem Geburtstag um... Ja, komm, lass bitte den Geburtstag... Auf dem Sendeplatz, wo sonst Kölner Treff läuft. Ja, also ich will es mal so rechtfertigen, damit die Leute nicht glauben, ich sage das immer nur so vom Geburtstag und so weiter. Die haben tierisch viel Kohle gezahlt und zwar wahrscheinlich deswegen, weil du auch mitmachst. Und da dachten sie, es kommt raus, was du kriegst, also müssen wir dasselbe gegeben. Und so viel habe ich bisher noch nie gekriegt. Wirklich? Mhm. Was? Ich sag's nicht, ne? Du hast noch nie 50.000 Euro gekriegt. Doch, aber das war damals bei dir. Komm. Gott, oh Gott, was rede ich mit dir? Jetzt komm doch so, einmal. Liebe Leute, sei doch nicht so, komm doch einmal hier ins Studio rein. Wieso? Die Leute haben sich so gefreut. Ja, hör das an. Ich finde das auch ganz toll. Komm mal. Ich weiß. Ich bin ja auch. Ja, schau mal. Ich dachte mir, ich komme vielleicht. Kurz rein, ja? Ich komme kurz rein. Einfach zeig dir, dass ich da bin, damit man nicht glaubt, das Ganze ist genau, die Kassette. Genau. Ja. Und ich kann dir meinen Personalausweis zeigen, dann kannst du, ich kann dir die Kamera halten. Ja, dass du bist jetzt Deutscher seit einigen Jahren, ne? Schon lange. Du warst gebürtiger Österreicher. Ich war gebürtiger Österreicher, bin aber jetzt Deutscher eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert oder sowas. Ja, ne? Ja. Also ich bringe dir den Personal. Also ich zeige ihn dir persönlich. Ja, wenn du willst, zeige ihn mir persönlich. Aber wir reden nicht drin. Nein, natürlich nicht. Ja, okay, gut. So. Dann gehe ich jetzt. Kommt ihr alle mit auch, ne? Das Team begleitet dich, damit man wirklich den Weg... Ich ziehe mir aber die Jacke an, das sieht besser aus. Ja, zieh die Jacke an. Von der Garderobe ins Studio. Ich sag mal, jetzt im Anschluss kommt die Dokumentation... Die Macht, die Gier und der Größenwahn, wie der Milliardär Pirch und der Schmied Volkert VW beherrschen. Das ist eine Dokumentation über den VW-Bus. Morgen Abend ist der Gast Eckart von Hirschhausen, der Arzt ist, aber auch ein großartiger Komödiant und einen Bestseller geschrieben hat, Deutsch Arzt, Arzt Deutsch. Und jetzt freuen wir uns auf Herbert Feuerstein, live im Studio. Feuerstein, wo bist du? Wir warten auf dich. Ja, jetzt geht's rein, meine Damen und Herren. Herbert Feuerstein!